Leute, wir haben jetzt einfach den verdammten nächsten Tag. Und ich probiere es jetzt heute noch ein letztes Mal, diese verdammte Challenge zu absolvieren. Wenn ich es jetzt nicht schaffen sollte, dann mache ich eine Bestrafung, die ihr euch aussuchen könnt. Ihr seht, was da gerade passiert ist. Der liebe Dennis aus unserem Clan hat einfach mal es geschafft, den Gegner so zu zerstören, dass er seine beiden anderen Türme nicht angekratzt hat, sondern nur den King Tower und das nur durch zum Beispiel die Rocket-Kanone, den Fireball oder den Lightning. Und das Ganze wollen wir jetzt auch ausprobieren. Also es ist wirklich eine echt schwierige Challenge. Ihr seht gerade, das ist meine momentane Deck-Kombination, mit der ich eigentlich auch wirklich echt gut zurechtkomme. Hier in meinem Log seht ihr auch die letzten paar Angriffe oder die meisten habe ich eigentlich alle gewonnen. Hier auch mal ein 3-Kronen-Star, kann man das schon so sagen? Ich habe keine Ahnung. Zumindestens wollen wir jetzt einmal das Deck genauso hinrichten, wie der liebe Dennis das hatte. Bevor wir jetzt einmal den Angriff machen, möchte ich noch einmal ganz kurz den Lightning hier verbessern. Und unser Ziel ist es, den gegnerischen King Tower zu zerstören. Nicht mit normalen Truppen, sondern nur mit solchen Truppen, in dem Fall Lightning oder halt dem lieben Fireball oder natürlich auch noch der lieben Rocket-Kanone. So, mein Deck sieht jetzt wie folgt aus. Rocket, Lightning, Fireball, Goblins, Spear-Goblins, Thumbstone, Barbaren und die Pfeile. Und ich würde sagen, wir nehmen die Challenge an und machen einen Fight und probieren das Ganze genauso durchzusetzen wie der liebe Dennis. So, okay, den ersten Fight habe ich jetzt leider verloren. Das heißt, wir haben jetzt nochmal ganz kurz einen Reset und ich probiere es direkt nochmal. So, jetzt spielen wir gegen einen Level 6, das ist bei 1177 Pokalen. Ja, also ich habe jetzt gerade, wie gesagt, einen kleinen Testfight gemacht und ich muss sagen, es ist wirklich echt richtig, richtig schwer. Ich schwöre, Leute, diese Taktik mit diesen drei Kasernen, das ist die größte Abfucker-Taktik ohne Mist. Und jetzt kommt er mit seinen ganzen kleinen Scheißtruppen, ey. Ah, wie mich diese Taktik aufregt, Mann! Nein! Alter, die größte Hurensohn-Taktik, Alter. Weiter geht's. Ich will es jetzt so oft probieren, bis ich das einmal schaffe. Komm schon, es ist möglich. Wir haben es gesehen. Wir haben es gesehen. Es ist möglich. Jetzt ist wieder fast auf Null gesetzt. Und wir haben die Chance, nochmal seinen schönen King Tower anzugreifen. Wir haben nochmal knappe 400 Punkte abgezogen. Jetzt habe ich wieder nur 60 Sekunden, um da was zu reißen. Und er setzt seinen Scheiß-Packer. Er setzt einfach seinen Packer. Mann, das ist doch... Ah, geh weg mit deinem scheiß Packer, Mann. Geh einfach nach Hogwarts. Vielleicht hat das sogar einen positiven Vorteil, dass wir jetzt ein bisschen runterdroppen mit den Pokalen, dass wir vielleicht ein bisschen schlechtere Gegner bekommen und dadurch vielleicht eine etwas bessere Chance haben. Ich probiere es weiter. So, alles klar. Wieder selbe Taktik, selbes Spiel und los geht's. Oh, Junge! Geh weg mit deinem Scheiß. Ich schwöre, ich schicke ihn nach Hogwarts, Alter. Immer diese Leute mit diesen Abfucker-Taktiken, Mann. Geh einfach Kühe melken, Mann. Das ist schon wirklich nicht einfach. Das ist nicht einfach. Das ist keine einfache Strategie. Und er geht die Abfucker-Taktik. Ah! Er hat einfach nur fucking kleine Truppen. Nur. Nichts anderes hat der Mann. Und er setzt schon wieder die scheiß Skeleton-Army, Junge! Er setzt einfach noch eine Goblin-Hütte mehr. Das gibt es nicht. Was die Leute für Taktiken... Oh, Jungs, ich krieg wieder Migräne, ey. Ohne Mist, das ist so schwer. Das ist so fucking schwer. Mmh.
Wie ich einfach droppe, Mann. Wie ich einfach droppe. Guckt, Leute, wie ich einfach droppe. Minus 31, minus 29, minus 30, minus 34, minus 31. Es gibt es nicht. Geh dich bitte einfach vergraben. Geh einfach in dein Loch zurück, wo du hergekommen bist. Genau. Well played, ne, Digga. Krieg ich halt gar keine Krise, Mann. Wow. Nochmal minus 28. Kritischer Hase. Kritischer Hase. Und jetzt sind wir schon bei 1704. Wahrscheinlich hat der Dennis das so einfach First Try geschafft. Könnte sich halt einfach so First Try. Aber es ist jetzt der erste Angriff, wo ich bei 60 Sekunden, wo es bei 60 Sekunden noch nicht so weit ist, dass einer meiner Türme down ist. Das ist, Jungs, das kann einfach jetzt die Runde sein. Das kann einfach die Runde der Runden sein. Okay, Leute. Ich bin runtergestuft worden in Arena 3. Leute, wir haben jetzt einfach den verdammten nächsten Tag. Und ich probiere es jetzt heute noch ein letztes Mal, diese verdammte Challenge zu absolvieren. Wenn ich es jetzt nicht schaffen sollte, dann mache ich eine Bestrafung, die ihr euch aussuchen könnt. Komm, Mann, jetzt muss es einfach klappen. Es muss einfach klappen. Ich habe gestern fast 30 Minuten aufgenommen. Und jetzt nochmal, es muss einfach klappen. Es muss einfach klappen. Komm schon. Ja, und an der Stelle habe ich bemerkt, dass ich, ja, mein Video bzw. mein iPad nicht aufgenommen habe. Fuck! Aber naja, ein wahrer YouTube-Cutter weiß hier natürlich in dieser Situation zu helfen. Ich hoffe einfach mal, dass das Video weiterhin recht ansehnlich für euch geschnitten ist. So ein Hurensohn, Alter. Ohne Mist. Ohne Mist, Mann. Ohne... Das gibt es nicht. Das gibt es. So viele Leute greifen mit dieser verdammten Hurensohn-Taktik an. Das gibt es einfach nicht. Alles klar, Leute. Ich habe jetzt verdammte 10 Mal probiert, diese scheiß Challenge zu machen. Bin über 300 Pokale fast gedroppt. Alter, ich fordere jetzt wirklich mal alle anderen Clash Royale oder COC-YouTuber raus, diese Challenge auch zu machen. Und wenn ihr es irgendwie schafft, das irgendein Match damit zu gewinnen, ihr habt ja gesehen am Anfang, es geht. Man kann es schaffen. Entweder bin ich zu inkompetent dafür oder meine Gegner sind einfach zu scheiße und greifen mich mit so verdammten Truppen an, wogegen ich nichts mit dieser Taktik machen kann. Also, ihr könnt mir jetzt eine Bestrafung in die Kommentare schreiben, denn ich habe es einfach nicht geschafft, in 10 Versuchen diese verdammte Challenge zu absolvieren. Das gibt's nicht. Also, ich bin raus, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.